Liebe Brüder und Schwestern, was hat das zu bedeuten, dieses Wort Jesu? Wer Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Ist sozusagen Jesus oder sind die Angehörigen, unsere engsten Familienangehörigen, eine Konkurrenz zur Liebe Gottes? Dürfen wir nur Gott lieben? Möchte Gott alle Liebe für sich in Anspruch nehmen? Möchte nur er geliebt werden? Gewiss nicht. Gott hat uns ja dieses Gebot gegeben, dieses Doppelgebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, und Jesus, er erhöht dieses Gebot noch am Abend vor seinem Leiden. Er hebt es noch höher empor, wenn er sagt, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Ja, ich denke, es geht einfach um den richtigen Blick, dass wir alles mehr oder weniger aus der Perspektive Gottes betrachten. Unser eigenes Leben, unsere Angehörigen, unsere Familie, ja die Welt. Gott ist der Ursprung des Lebens. Er ist sozusagen die Quelle unseres Heils, unseres Lebens. Und es wäre wirklich unsinnig, wenn wir sozusagen das Wasser, das wir aus der Quelle schöpfen, höher schätzen als die Quelle selbst, aus der das Wasser fließt. Und diese Quelle, die Gott selber für uns ist, diese Quelle des Heils, des Lebens, ist unerschöpflich. Das, was wir tun können, ist immer begrenzt, ist immer unvollkommen. Aber Gott schenkt sich ganz. Und seine Liebe, seine Gnade hat kein Ende. Ja, es geht um den rechten Blick, um die rechte Wertordnung. Es geht darum, dass uns bewusst wird, dass wir alles von Gott erhalten haben, dass wir ihm alles verdanken, dass er die Quelle unserer Liebe ist, unserer Gemeinschaft, unserer Hoffnung, unseres Heils. Und dass wir nur in Verbindung mit ihm, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, wenn er das Zentrum unseres Lebens ist, fähig sind, auch unsere Mitmenschen anzunehmen, unsere Angehörigen zu lieben, weil wir alle schwache, unvollkommene Menschen sind. Unsere Liebe ist schwach, brüchig, sie ist mangelhaft. Aber wir dürfen uns immer wieder neu stärken und erfüllen lassen vom Herrn, von dieser Quelle des Heils, vom Herrn, der die Quelle unseres Lebens ist. Es wäre ja auch unsinnig zu meinen, ja, eine elektrische Beleuchtung, diese Beleuchtung hier in der Kirche oder draußen auf der Straße, ist wichtiger, ist heller, stärker als das Licht der Sonne. Oder ein Ziegelstein ist wertvoller als ein Goldbarren. Ein Kieselstein ist wichtiger als ein Diamant. Jedem von uns ist klar, was wichtiger und wertvoller ist. Aber manchmal sind wir so eingeschränkt in unserer Sichtweise, sind wir so fixiert auf unsere eigenen Überzeugungen, so verbohrt manchmal in unsere eigenen Ideen, unsere eigenen Pläne, dass wir die richtige Perspektive verlieren. Es wäre ja auch unsinnig zu meinen, ja, das flüssige Wachs einer brennenden Kerze ist stärker, ist heißer als die Lava eines Vulkans. Ja, das sind Bilder, die uns begreiflich machen sollen, dass Gott unfassbar groß ist, stark, mächtig
unerschöpflich und dass er uns immer überreich beschenken möchte mit seinen Gaben, damit auch unsere Liebe immer stärker, immer mächtiger wird, dass wir uns immer tiefer mit dem Herrn verbinden, durch den wir schon in der Taufe dieses göttliche Leben empfangen haben, durch den wir schon durch unsere Taufe vom Tod ins Leben hinübergegangen sind. Wir sind ja, wie es in der Lesung heißt, mit Christus begraben worden, mit ihm gestorben, er ist für uns gestorben und auferstanden und schenkt uns Anteil an seinem göttlichen Leben. Ja, der Herr möchte uns erfüllen mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Kraft und Gnade, dass wir nicht mehr um uns selber kreisen, nicht mehr nur unsere eigenen Bedürfnisse sehen, das, was wir brauchen, sondern auch einen Blick haben für die Not unserer Mitmenschen, was die anderen brauchen. Und Jesus sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Ja, wer sein Leben retten will, wer nur alles für sich haben will, alles nur für sich beansprucht, der verliert letztlich dieses Leben. Nur wer fähig ist, sich hinzugeben in Selbstlosigkeit, in Liebe, der wird auch selber reich beschenkt. Das ist ein paradoxes Geheimnis. Es ist das Geheimnis des Kreuzes Christi, es ist das Geheimnis Christi selbst. Er gibt sich total hin, um uns zu befreien, zu heilen, um uns die Augen zu öffnen, unser Herz, unseren Sinn, unseren Verstand, unseren Geist für das, was wirklich wichtig und wesentlich ist, für das, was wirklich bleibt an Wert, was Wert hat für die Ewigkeit, was uns wirklich glücklich macht. Wir feiern heute auch das Fest Maria Heimsuchung. Es fällt heuer aus, weil es auf einen Sonntag fällt. Es ist dieses Fest, wo die Gottesmutter Maria Jesus in ihrem Schoß trägt, wo sie eilt in das Bergland von Judäa, wo sie zu Elisabeth und Zacharias kommt. Ja, die Gottesmutter Maria, sie ist das Vorbild des Glaubens, der Hingabe, der Liebe, der Selbstlosigkeit. Sie hat sich hingegeben an diesen geheimnisvollen, unfassbaren Gott. Sie war offen für sein Gnadenwirken. Sie hat Jesus, den Sohn Gottes, durch den Heiligen Geist empfangen. Ja, sie ist das Vorbild für einen Menschen, der ganz offen ist für das Wirken des Heiligen Geistes, für das Wort Gottes, für seine Gnade. Und auch Maria, sie bringt uns immer wieder neu Jesus, ihren Sohn. Sie möchte uns helfen, dass wir unser Herz öffnen für ihn, für den Herrn, der schon in uns durch die Taufe Wohnung genommen hat. Dass wir fähig sind, ihn, so wie sie, unseren Mitmenschen zu bringen, ihn zu bezeugen, ihn zu verkünden in der Kraft des Geistes Gottes. Ja, dieses göttliche Leben zu bezeugen, das wir schon in der Taufe empfangen haben, dann können auch wir in Freude jubeln, wie die Gottesmutter Maria im Magnificat, im Haus des Zacharias und der Elisabeth, wo sie singt, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn er hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Ja, diese Freude möchte uns Maria ebenso mitteilen. Denn wir gehören dem Herrn, wir sind Söhne und Töchter des einen Vaters im Himmel. Wir dürfen uns freuen in ihm, weil Jesus unser Retter und Erlöser ist, weil Gott auch an uns Großes getan hat und weil wir bezeugen sollen, dass er heilig ist, dass er Erbarmen hat mit uns und mit der ganzen Welt. Amen.